was wir machen, ist ein Lauschen. Wir lauschen in die Systeme rein, wir lauschen in die Menschen rein, wir lauschen in die Strukturen hinein und hören. Und dann hörst du und manchmal quietscht es und du musst dir die Ohren zuhalten und es tut weh. Und manchmal klingt es einfach nur schön. Und damit du aber dieses Hören praktizieren kannst, musst du erst mal wissen, wie du selber klingst. Das heißt, wenn ich mich selber in Balance bringe, meinen eigenen Klang zum Erklingen bringe, ist es nur noch mein Klang ist und der ist vollkommen und der füllt den Raum und ich habe ein Gefühl dafür, für die innere Schönheit des Klanges, dann kann ich auch äußere Systeme erhören und merke genau, stimmt, stimmt nicht, quietscht, klingt schön, grausam. Und dann gehe ich in die Analyse, warum quietscht es? Wo hängt es? Warum ist der Klang schwach? Warum ist er disharmonisch? Warum sind dort 5 Klänge in einem oder derartiges? Und dann gehe ich in die Analyse hinein. Und das heißt, mein Ziel ist am Ende immer, ein System dahin zurückzubringen, dass es schön klingt, also im Einklang ist. Einklang, der Klang der Seele des Systems und auch eine Firma hat eine Seele. Und dass dieser Klang erklingt und den Raum füllt. Also du merkst es zum Beispiel schon, wenn Leute sprechen, ist die Sprache Instrument der Seele und kommt aus dem gesamten Körper. Also du kannst es zum Beispiel machen, indem du die einzelnen Buchstaben sprichst, gehst durchs Alphabet durch, A, B, C und so weiter und machst die Augen zu dabei und hörst einfach nur hinein, wo der Buchstabe in dir entsteht. Und da hast du einzelne Buchstaben, die kommen aus dem gesamten Körper und haben auch die Kraft des gesamten Körpers, der gesamten Seele. Und du hast Buchstaben, die kommen halt nur von hier oben, also I, anstatt vom I. Oder du hast ein A, bei dem der Arm fehlt. Also du merkst, da fehlt was in dir. Das kommt gar nicht aus dir komplett heraus. Und dann klärst du die Themen, die dahinter stehen. Schaust dir an, wann hat es begonnen. Zum Beispiel das A hat begonnen im 6. Lebensjahr. Was war da los? Klärst das Thema dort, indem du dort Aufmerksamkeit hingehst oder energetisch arbeitest. Und in dem Moment fängt das A an, aus dem gesamten Körper zu klingen. Und wenn du das gesamte Alphabet so durchgehst und auch die Zahlen von 0 bis 9 und dann eben nicht nur allein im Auto, kann ja jeder singen, sondern auch die Vorstellung zum Beispiel, dass du deine Eltern besuchst oder das letzte Mal, als du besucht hast, also eine bewusste Regression als Provokation oder auch das Worst-Case-Szenario, also du stehst auf der Bühne vor 500 Kameras oder deine gesamte Familie ist im Unfall gerade gestorben, also das Schlimmste, was dir passieren kann im Leben, da gehst du hinein und schaust, ob es dann stabil bleibt. Und wenn deine Sprache in dem Moment stabil bleibt, dann kann das Leben dich hören in jeder Situation. Dann können Menschen dich hören und das Leben kann dich hören. Wenn das Leben dich hören kann, dann kannst du auch endlich so antworten, wie du möchtest. Also im Sinne ist es immer ein Hinhören in die Systeme und du kannst die Systeme erfassen. Und manchmal brauchst du noch Werkzeuge, zum Beispiel, dass du ein System dann zeichnest, dass du also die wirkenden Prinzipien eines Systems, die wirkenden Kräfte auf Papier bringst, weil es zu komplex ist. Aber auch da merkst du genau, wo zeichnest du was in das Bild ein, was steht wo, wie ist die Relation zueinander, die Größe und so weiter. Auch dort merkst du dann, ob es klingt oder ob es quietscht.